Liebe Hannoveranerinnen, liebe Hannoveraner, liebe Passanten, hallo. Heute ist der Overshoot Day, Erdüberlastungstag. Heute am 2. August haben wir weltweit unsere Ressourcen für dieses Jahr verbraucht. Das seht ihr hier an dieser Uhr, hier ist der 2. August. Unsere eine Erde, die Ressourcen haben wir verbraucht. Und hier diesen Rest für dieses Jahr verbrauchen wir Ressourcen von unseren zukünftigen Generationen. Ja, deswegen stehen wir alle hier. Wunderbar, dass ihr alle hier seid. Vielen Dank, die ganzen Stände hier, die zu diesem Tag aufrufen und Informationen verbreiten möchten. Und ich stelle mal hier die Stände vor und wir können ja den allen mal dann einen Applaus spendieren. Also, Albert Schweitzer Stiftung. Ein Applaus für die Albert Schweitzer Stiftung. Die setzt sich ein für veganes Leben, pflanzliche Ernährung gegen Massentierhaltung. Und wir alle wissen, was die Rinder, Kühe, den Methanausstoß, der ist ein viel stärkeres Treibhausgas als CO2. Und dann die ganze Futtermittelindustrie, Regenwälder werden gefällt, Soja wird angebaut, das Soja kommt hierher, alles ziemlich krank, das System. Und hier gerade in Norddeutschland, wie die Rinder, die Tiere, unser Grundwasser verseuchen, der Nitratgehalt von Grundwasser hier in Norddeutschland ist sehr hoch. Abgesehen davon auch von den ganzen Qualen, die die Tiere ertragen. Dann ein Applaus für Leidener Spleit. Yay! Leidener Spleit, wunderbar. Leidener Spleit steht hier für gegen den Ausbau des Südschnellwegs. Der Südschnellweg soll nur um 2 Standstreifen ausgebaut werden. 2 Standstreifen. Und dafür werden 16 Fußballfelder Fläche gerodet in einem Landschaftsschutzgebiet. Und das Ganze wird 10 Jahre dauern und 2035 möchte eigentlich Hannover klimaneutral sein. Wie kann das Ganze funktionieren? Das kann gar nicht gehen. Also am 1. Oktober beginnt die Rodungssaison und kommt alle am 1. Oktober an dem Sonntag 13 Uhr zur Großdemo deutschlandweit. Wir wollen 7000 Menschen hier nach Hannover bringen. Kommt vorbei, ja. Viel Erfolg mit Leinemar Spleit. Und dann haben wir einen Stand von Parents for Future. Parents for Future, Applaus. Parents for Future haben ganz tolle Poster da aufgehängt. Und ja, was hinterlassen wir denn unseren Kindern, unseren Enkelkindern? Ich persönlich bin jetzt so weit, dass ich gar kein Enkelkind mehr möchte. Es war eigentlich mal ein Wunsch von mir, aber würde das Enkelkind in 40 Jahren noch, ja, ich möchte es nicht mehr. Ja, die Parents for Future machen, informieren, wie können wir mit unseren Kindern, wie können wir zukunftsorientiert neu leben für unsere Kinder, für unsere nächsten Generationen. Danke euch. Und dann haben wir Christians for Future. Yay! Ja, die Christians. Wir leben hier, wir kommen, die meisten von uns kommen aus einer christlichen Tradition und das heißt Nächstenliebe. Und da frage ich mich manchmal, wie geht unsere Ethik hier und unsere Nächstenliebe noch? Vor allem auch für den globalen Süden, wenn wir Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen. Wo bleibt unsere Nächstenliebe? Und vielleicht kann der Christians for Future uns da motivieren, Informationen geben. Was heißt Christ sein?
auf dieser Welt. Und wen haben wir noch? Wir haben die Omas gegen rechts, die fast bei jeder Aktion groß dabei sind. Vielen Dank, Omas gegen rechts. Toll, dass ihr da seid. Und vielleicht haben die Gruppen auch nachher alle noch einen kleinen Redebeitrag. Da würden wir uns freuen. Wen habe ich vergessen? Extinction Rebellion. Ich habe vergessen, uns vorzustellen. Ja, wir sind Extinction Rebellion und wir wollen hier heute eine bunte Performance machen. Und dafür haben wir auch viele Menschen aus Hildesheim, die Hildesheimer XR-Gruppe. Wo ist sie? Ja, super, dass ihr da seid. Ja, eine ganz bunte Performance. Vielen Dank alle, dass ihr da seid. Und wir haben hier auch EG, oder? EG? Ne? XR Berlin. Hey, Wahnsinn, super. Toll, dass ihr da seid. Ja, da gibt es auch eine Information. Es gibt gerade ein System-Change-Camp im Georgengarten. Kommt da vorbei, die ganze Woche noch tolle Workshops. Unterstützt das System-Change-Camp.